Seid ihr bereit? Los geht's. Ihr habt für heute in der einen Übungsaufgabe bewiesen, dass jede Menge von Restklassen mit der Restklassenaddition eine Gruppe ist. Und das machen wir jetzt nochmal gemeinsam an der Tafel. Also be beweisen oder zu zeigen. Die Struktur mit der Trägermenge der Restklassenmodulo m mit der Restklassenaddition als Verknüpfung ist eine Gruppe. Okay. Ja, was müssen wir als erstes zeigen, wenn wir zeigen wollen, dass eine Struktur eine Gruppe ist? Simba. Die Abgeschlossenheit, genau. Also müssen wir zeigen, dass die Addition von Restklassen abgeschlossen ist. Also wieder eine Restklasse modulo m herauskommt, wenn ich zwei Restklassen modulo m addiere. Was passiert denn, wenn ich zwei Restklassen modulo m addiere? Wie macht man das denn? Also angenommen, wir sind in den Restklassen modulo 5. Dann gibt es ja die Restklassen so 0, 1, 2, 3, 4. Das sind die möglichen Reste, die rauskommen können, wenn ich durch 5 dividiere. Was passiert, wenn ich jetzt zwei dieser Restklassen miteinander addiere? Wie mache ich das denn? Ja, Mugli? Ich rechne erstmal a plus b und dann. Genau, ich schaue dann, welcher Rest kommt da raus? Also ich schaue mir einfach die Restklasse an von a plus b. Ja, das heißt, das, was da rauskommt, ist wieder eine Restklasse modulo m. Die Operation ist also abgeschlossen. Es kommt nicht irgendwas raus, ne? Sondern wenn ich modulo 5 rechne und ich habe zwei Restklassen, kommt wieder irgendeine Restklasse modulo 5 heraus. Das ist auch Element Rm. Okay, das haben wir gezeigt. Was zeigen wir als nächstes? Es gibt vier Axiome, die wir nachweisen müssen bei der Struktur. Und das zweite wäre welches? Ja? Assoziativität, genau. Was müssen wir zeigen bei der Assoziativität? Schreibt mal hin, dass wir gucken müssen, was zu zeigen ist, und dann zeigen wir das auch. Ja? Restklasse A plus Restklasse B in Klammern. Ja, ist gleich. Genau. So. Also, wie zeigen wir das? Wie habt ihr das gezeigt? Na, wie zeigt man die Gleichheit hier? Ja? Mit dem Maschinenmodell? Nee, leider nicht. Das Maschinenmodell, nice guess, aber knapp vorbei. Das Maschinenmodell kann man nur verwenden bei Abbildungen. Wenn die Trägermenge eine Menge von Abbildungen ist und die Verknüpfung die Verkettung von Abbildungen. Ne? Also wenn ich f von x und g von x verkette oder wenn ich Konkurrenzabbildungen verkette oder sowas, dann kann ich das Maschinenmodell verwenden, aber nicht bei Restklassenadditionen, wenn das keine Abbildungen sind und das nicht die Verknüpfung von Abbildungen, die Verkettung von Abbildungen.
Ja, wie zeige ich denn die Assoziation? Wie zeige ich denn so eine Gleichheit normalerweise? Ich habe irgendeine Gleichheit, die ich zeigen will. Was mache ich denn da? Naja, ja. Ja, genau. Ne? Man fängt bei der einen Seite an und formt so lange um, bis man auf der anderen rauskommt. Also machen wir das doch. Restklasse A plus Restklasse B plus immer Restklassenaddition, ne? Plus Addition von C ist was? Was kann ich jetzt machen? An dieser Stelle. Ja? Genau, ich wende die Definition der Restklassenaddition an, ja? Und ersetze Restklasse A, Restklassenaddition, Restklasse B durch A plus B. Da addiere ich jetzt in den ganzen Zahlen, ne? Und also dieses Plus ist das normale Plus der ganzen Zahlen. Ich nehme A und B, das sind ganze Zahlen, addiere die und bilde dann die Restklasse. Brauche ich keine Klammer mehr. Restklassenaddition C. Was kommt jetzt? Ja? Jetzt machen wir die beiden zusammen. Also A plus B plus C. Ne? Ich habe also erst A plus B, dann plus C, jeweils in den ganzen Zahlen addiert und davon die Restklasse. Was kann ich jetzt machen? Ja. In den ganzen Zahlen ist die Addition assoziativ. Das bedeutet aber nicht, dass man die Klammer weglassen kann. Also, wir können schon weglassen, wenn wir wissen, dass wir sozusagen die Assoziativität gegeben ist. Aber eigentlich bedeutet das ja, dass wir das Assoziativgesetz in den ganzen Zahlen anwenden können bezüglich der Addition. Genau, also machen wir das. Dann steht hier a plus b plus c in Klammern. Okay. Und was können wir jetzt machen? Wenn wir mal schauen, wo wir hin wollen. Ne? Ja. Restklasse A. Genau, jetzt wenden wir praktisch die Restklassen-Additionsdefinition rückwärts an zweimal. Und dann haben wir genau das, was wir beweisen wollen. Ne? So. Okay. Assoziativität ist auch gegeben. Ja. Du hast vollkommen recht, weil ich ihn vergessen habe. Sehr gut. Bitte Fehler immer gleich anmerken, weil sonst stehen die auf YouTube und dann merken es Leute auf YouTube an. Und das ist immer ein bisschen unangenehmer. Gell? Also immer gleich sagen, wenn ihr irgendwas Falsches seht oder wenn ihr denkt, da ist was falsch. Ansonsten bitte auf YouTube kommentieren, ja? Damit keine Fehler stehen bleiben. Ah, ich mache sowieso viel zu oft Fehler. Naja, egal. Ihr merkt schon, wo die Fehler sind und kommentiert dann. Okay. Abgeschlossenheit haben wir gezeigt. Assoziativität haben wir gezeigt. Was wäre das nächste Axiom? Ja? Es gibt ein Neutralelement. Gibt es das denn? Was ist denn das Neutralelement in der Menge der Restklassenmodulo M? Die Restklasse 0, genau. Na, weil A irgendein Element plus die Restklasse 0. So, ist gleich was? Ja, vielleicht einen Schritt übersprungen. Stimmt, kommt raus, aber vielleicht können wir noch die Additionsdefinition anwenden, ne? Restklasse A plus 0 ist gleich Restklasse A, genau, weil natürlich plus 0 in den ganzen Zahlen weggelassen werden kann. Genau. Sind wir schon fertig? Auch noch andersrum, weil wir wissen ja gar nicht, ob es kommutativ ist. Ne? Und das ist natürlich klar, dass es genauso funktioniert. Ne? In dem Fall 0 plus a, beide Restklassen addiert, ist
So, Restklassendefinition angewendet ist auch wieder Restklasse A. Okay. Auch das haben wir gezeigt. Wunderbar. Gut, dann fehlt jetzt noch ein Axiom. Ja? Genau, dass jedes Element ein inverses Element hat. Was ist denn das inverse Element zu A? Was muss ich zu dieser Restklasse addieren, damit das neutrale Element rauskommt? Was muss ich zu A addieren, damit 0 rauskommt? Habt ihr eine Idee? Was muss ich zu A addieren, damit 0 rauskommt? A plus was ist 0? Minus A, genau. Also ich muss die Restklasse von minus A nehmen. Und dann kommt raus A plus minus A, natürlich Restklassendefinition angewendet, kommt Restklasse 0 raus. Manche sind vielleicht geneigt. Oder hat jemand eine andere Idee? Das genau, ja. Das könnte man auch machen, ne? Man könnte auch sagen, a plus Restklasse von m minus a. Also Beispiel, wir haben rechne Modulo 5, m ist 5. Und dieses Element ist die 2. Dann könnte man auch sagen, dann nehmen wir doch 5 minus 2, das ist die 3. Okay? Und 2 plus 3 ist 5. Und das ist 0 modulo 5. Also könnte man jetzt hier die Restklassenaddition wieder anwenden. A plus m minus a, Restklasse. Und da kommt natürlich dann das hier heraus, Restklasse modulo m. Und das ist Restklasse modulo 0. Quatsch, das ist die Restklasse 0 modulo m. Genau. Braucht man aber nicht. Also man kann natürlich jedes beliebige Vielfache von m auf minus a addieren. Ne? Also ich hätte auch sagen können 2m minus a oder 100m minus a oder minus 50m minus a oder so, weil m, irgendein Vielfaches von m, modulo m ja immer 0 ist. Nur wenn man die Restklassen, wenn man die Verknüpfungstafel aufstellt, dann ist natürlich das jeweils entgegengesetzte Element oder das jeweils inverse Element dazu, da denkt man eher in m minus a und nicht so sehr in minus a. Okay, und das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum. Minus a, Restklassenaddition a ist gleich minus a plus a. Die Restklasse davon ist die Restklasse 0. Okay. Also ist eine Gruppe. Egal, modulo was ich rechne. Ja? Völlig egal. Ach so, vielleicht können wir auch noch zeigen, ist das eine abelsche Gruppe? Wir könnten ja mal gucken, ob das Kommutativgesetz gilt. Ist A, Restklasse A, addiert zu Restklasse B dasselbe wie Restklasse B, Restklassenaddition, Restklasse A? Du nix, wie kann man das rauskriegen? Ja, Restklassenaddition anwenden und dann. Kommutativität der Addition der ganzen Zahlen, genau. So, fertig. Gut. Also, die Menge der Restklasse modulo m mit der Restklassenaddition ist eine abelsche Gruppe, egal was m ist. Übrigens, in der Aufgabenstellung steht, m soll größer gleich 2 sein.
Es ist gar nicht unbedingt nötig. M könnte auch 1 sein. Was ist denn, was kommt denn als Rest heraus bei Zahlen, wenn ich modulo 1 rechne? Was ist denn 7 modulo 1? Oder 9 modulo 1? Ja? 0, genau. Weil bei der Division durch 1 immer der Rest 0 entsteht. Also wenn ich modulo 1 rechne, dann habe ich eigentlich nur ein Element in der Restklassenmenge, nämlich die 0, das Neutralelement. Und dann habe ich genau die Situation, die wir letzte Woche besprochen haben. Wir haben die einelementige Gruppe. Die Gruppe mit genau einem Element, in dem Fall halt Restklasse 0, mit der Addition. Okay. Also die Einschränkung bei der Aufgabe war eigentlich zu einschränkend. Habt ihr noch Fragen zu dem Beweis hier? Alles klar. Okay. Ich habe leider meinen Wischer heute vergessen. Das ist sehr ärgerlich. Das heißt, die Tafel wird immer dreckiger. Und dann beschweren sich die Leute auf YouTube wieder, dass ich die Tafel nicht gescheit wische. Sorry. Sieht es einigermaßen gescheit aus? Ja, komm, sieht gut aus.